So, Mauer bauen wollte ich. Hier war richtig, ne? Einfach rüber bis zum... Oh, so viel zu den Mauern. Einfach rüberziehen bis hier und dann hier runter, damit das Wasser eine natürliche Mauer ist. Jedenfalls so lange, bis wir Gegner haben, die schwimmen können. Denn da das kleine Ding noch ein bisschen besser absichern. Ich bräuchte definitiv auch mehr Munition. Ich bräuchte auch noch, ich glaube, noch 2 Cs und noch 4 Ps, weil ich hätte gerne mehr Fuel Blocks, damit das richtig schön gepuffert ist da unten und ich das auch weiter ausbauen kann. Sollte ich sowieso gleich mal nachgucken, was da unten alles so richtig läuft oder auch nicht. Dann würde ich ganz gerne nochmal die Dinger hier überprüfen, dass die alle genug Kohle haben. Oder ähnliches Material. Ja, 3 Mauern nur, weil es auch gerade gar nicht weitergereicht wird. Das ist in Ordnung. Stein, Stein, Stein. Das nehme ich mit. So. Du hast keine Kohle. Und ein Stück. Du hast 4 Block. Du hast 50 Kohle. Ist mir zu wenig. Machen wir das mal anders. Machen wir das mal so. So, du hast einen Brennwert von 57. Du hast einen Brennwert. Oh. Okay. Also 200 Kohle sind ja, ne? Gerade mal so viele, 24 davon. Noch irgendjemand auf Kohle hier. So. Sollte jetzt eine Weile halten. Oh, Muni, sehr schön. Trotzdem werde ich bald wesentlich mehr Drills brauchen und die werden alle wesentlich dichter beieinander stehen müssen. Weil die Felder hier alle bald kaum noch Yield haben. Da unten könnte ich neue bauen, das ist richtig. Sollte ich wahrscheinlich auch. Was? So, so rum wäre das wieder, ne? Das ist doof. Ich mach das anders. Ich mach das so. Und so. Ich überlege gerade, wie ich es anders machen könnte. Aber ich werde es anders machen. So und so. Ich glaube, ich mache die einfach so, dass sie das Erz hier drauf packen. Die Schmelzöfen mache ich hier hinten irgendwo hin. Das ist allgemein für später auch besser, damit ich mehr Platz auf dem Feld selber habe für Drills. Und das ganze Erz dann zu diesen Meschern schmeiße und dann von den Meschern aus weiter. Achso, genau. Grüne Tränke für die Mescher, richtig. Du. Hälfte da, Hälfte da. Bau mehr grüne Tränke. Ach, wo verstecken die sich? Da verstecken die sich. Go. Ein Drill noch dahin. So, ich brauche Fließbänder. Gib mir Fließbänder. Ich werde das allerdings erst alles umbauen, also die Dinger da rausnehmen und die ganzen Drills neu bauen und so weiter, sobald die Mescher da sind. Wobei es in der Forschung echt schnell geht, warte mal. Lalala, es könnte schon aufgehen, oder? Nee, nicht ganz. Komm, go, 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 Craft ist schneller, als er sich verbraucht. Eher unwahrscheinlicher. Ja. Welche Ressourcen genau brauchtest du dann gleich? Mescher MK2. Nein, 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 Mescher MK1. Da. 20 Eisenplatten, 5 Stonebricks, 2 von den blauen Grüsselbrettern. Davon habe ich nur 2. Bau mehr davon. Achso, ich muss erstmal die ersten Zwischenschritte machen. Das geht, ne? Ganz knapp, aber es geht. Okay, 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 okay. Dann kann ich jetzt diese theoretisch doch schon umbauen. Dann baue ich jetzt schon mal. Mit mehr Drills muss ich vorsichtig sein wegen Stromverbrauch. Wie sieht das damit so aus? Ja, es schwankt ganz schön. Und es hat nicht gereicht. Ganz knapp nicht gereicht. Okay, die 2. Die 2. Fertig, sehr schön. Dann weiß ich gerade nicht. Irgendwas, was nur Rot braucht?
Shotgun Shell Damage, Bullet Shooting Speed, Bullet Damage. Machen wir mal das. Das sollte nämlich auch für die Türme gelten. Nein, Türme haben nochmal ein extra Dingens. Oder nee, stacken die Dinger vielleicht? Einmal der Turret Damage und der andere Damage? Bin mir da gar nicht so sicher. Waterbore. Ja, mach die mal. Das brauchen wir fürs Lithium später. So, jetzt können wir das theoretisch alles umbauen. Theoretisch. Ich sollte aber erstmal die Mescher bauen und gucken, wie schnell die arbeiten. Jetzt brich die kurz ab, mach die Mescher. Was fehlt? Stonebricks. Stonebricks sind hier. 16 Stück sind nicht so viele, aber ne? Ist okay. Dann hätte ich auch ganz gerne die Elektroschmelzen. Die habe ich noch nicht, ne? Was brauchen wir als nächstes für Elektroschmelzen? Die Symbole sind alle anders. Das hier, 50 grüne. 150 grüne insgesamt. Und braucht noch das vorher. Und das braucht ganz viel Zeug. Ja, so schnell komme ich nicht dahin. Ich müsste die grüne Trankproduktion dann erstmal ordentlich automatisieren. Was ja nicht wirklich der Fall ist. Ärmchen und Fließbänder. Sie müsste Ärmchen hier irgendwo automatisieren. Gut, du setz dich mal. Lass mal das möchte gern Muster weiter hier. Dum, 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 dum. So. Wobei ich mir in dieser Staffel nicht so viel. So sehr viel mehr Sorgen um das Muster macht, weil es gibt ja die Ultra-High-Tech-Pole später mit 128er Reichweite, wo man nur noch 4 Stück von braucht. Also muss ich später darauf gar nicht mehr achten. Aber jetzt am Anfang hilft es halt doch schon ein bisschen der Ordnung. Beidseitig oder einseitig? Mal schauen. So, und ich habe keine Ärmchen, weil die alle dafür verbraucht werden. Da. Also für die ne? Andere Sachen verbraucht werden. Einfach mal so nehmen. Scheint relativ schnell zu gehen und es hat 3 Slots für Module, das ist super. Und es ist nur MK1, ne? So, da käme dann das Fließband hin für die Schmelzen. Oder es kämen die Schmelzen direkt hin. Das weiß ich halt noch nicht. Ich bräuchte 2 Slots für die Schmelzen. Oder, nee, 3 für die großen elektrischen. Weiß ich gerade gar nicht. Ja, das ist jetzt doof. Machen wir es so erstmal. Und dann führt es hier zu den sammle das alles auf. Ich glaube, ich mach's doch beidseitig. Gib mir. Wo haben die Dinger sich versteckt? Da. Gib mir mehr Mesher. Mal auf der unteren Seite auch noch Mesher. Und dann mache ich einfach ein Fließband, das dann zusammenführt. Damit auch beide Seiten ausgelastet sind. Das Fließband geht dann hier rum. Führt da lang. So. Und da kommen jetzt erstmal mit Brennstoff gefüllte Schmelzen und dann später die elektrischen Schmelzen. Das heißt, ich bräuchte hier. Oder was fallen die jetzt schon wieder da? So, die werden wieder am Weg sein, weil das nicht. So. Bei denen genauso? Beidseitig? Boah, warum nicht? Warum nicht? So. Brauche ich noch viel mehr Ärmchen. Und, ne, jetzt wieder Few Blocks. Was ich deswegen ja auch noch aufbauen wollte, weiter. Bau bitte Angriff im Nordosten. Ich bekomme immer mit. Sehr ja, schön. Bau mehr Ärmchen. So,
Angriff wird oben ignoriert. Die sollten zurechtkommen. Ich gehe jetzt runter und schaue, wie das... ich hole mir erstmal Eisenplatten. Auch wenn da nicht wirklich viele über sein sollten. Dass sie hier recht schnell verbraucht wird, aber ne? Wow. Ist echt nicht viel über. Mist. Ja, Eisenplatten. Genau. Dann gehe ich jetzt runter. Ich habe Eisen dabei, ich habe Kupfer dabei, ich habe Stahl dabei. Sollte also gut machbar sein. Hier. Und sie staunen sich schon. Oh, das ging doch schneller, als ich dachte. Sehr schön. Ist allerdings auch erst gerade ein Teil der Anlage in Betrieb. Kohle staut sich hier auch schon. Das heißt, ich könnte jetzt... Side Inserters. Left Inserter, Right Inserter, Left Inserter, Right Inserter. Was? Hä? Kostet nur 10, mach mal. Das klingt komisch. Wieder weiter runter. So, dann zwei Crusher. Crusher, Crusher. Dun, 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 dun. Das geht schnell. Fast Speed, Left Inserter, Fast Speed, Go. Immer noch nur 10. Oh, und hier hätte ich gerne eine Kiste. Und zwar... Da sind die Kisten. Oh ne, warte, stopp, stopp, ich hätte gerne so eine lange Kiste. Genau. Damit du die schneller rausnehmen kannst. Side Inserter 3 sind Extra Speed Left Inserter. Das klingt interessant. Genau, also irgendwann staut sich das auf dem Fließband. Dann wird es hier reingelegt. Es kann nicht rausgelegt werden, weil es hier sich ja staut und die Kiste füllt sich nach und nach auf. Und ich kann hier meinen überschüssigen Fuelblocks abholen, um dafür die ganzen Schmelzen und so weiter zu betreiben. Gut, dann brauche ich hier allerdings noch einen Splitter. MK2-Drill, der braucht nur blaue Bretter. Und braucht nur 50 rote Tränke. Ja, mach mal. Splitter. Splitter sind nicht bei Logistikzeug, sondern auch nicht bei den komischen Brettern, sondern hier. Schade, dass sie es nicht vereinheitlicht haben. Also, dass wirklich alle Transportsachen da sind und nicht so. So, halt, ne? Okay, okay. Splitter hier. Ne, hier. Plupp. So. Die ist schon mal runter. Boiler 542, ja. 1, 2, 3, 4. 5. Ganz viele Ärmchen werden gebraucht. Viel mehr als da sind. Inserter, 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 Inserter. Und die habe ich auch noch nicht auf dem Plan, ne? Nee. Aber wenigstens, ne? Schaut sich das denn hier auch schon mal, dass wenn das später in Betrieb kommt, dass das dann auch funktioniert. Strom wird denn das nächste Problem sein. Das muss direkt da dran, sonst haben die Ärmchen nichts. Und es muss dann auch direkt hier dran, damit es auf der Seite auch funktioniert. Du musst dahin und das sieht wieder komisch aus, aber das sollte passen. So. Licht. Licht habe ich gerade nicht dabei. Kriegt ihr also auch nicht. Dum, 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 dum. Boiler. Yuki Energy. 5 Boiler bitte. Und dann die Turbinen. 4 Stück. Damit ich hier schon mal ein bisschen was machen kann, zumindest. Das dauert, bis ich für Blocks ankomme. Oder verhalten sie ja eine ganze Weile, das ist okay. Boiler sind durch. Bau bitte. Dum, 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 dum. 5 Boiler. Und da seid ihr. Zip, zip. So, es geht doch auf. Ha, sehr schön.
Das heißt, theoretisch könnte das jetzt mit Vollpower laufen. Es fehlt halt nur an den Fuel-Logs, die erstmal da unten ankommen müssen, damit die voll belagert werden mit jeweils 5 Stück drin. Auch so eine Frage der Zeit, denke ich. Jetzt gerade, wo wir das hier auch nochmal mit 50% Auslastung erhöht haben, passt das. Bau bitte Licht. Da was auch immer Licht ist.